Der Hennigsdorfer Judo-Verein begrüßt alle Anwesenden. Wir möchten Ihnen ein kleines Programm aus unserem Judo-Training vorführen und hoffen, dass Sie sehr viel Spaß dabei haben. Der Hennigsdorfer Judo-Verein trainiert in Weidmannsweg 10 und wir sind ein Sportverein, der eigentlich alle Altersklassen, wie Sie auch schon sehen können, abdeckt. Wir haben also Kinder- und Jugendbereich und auch eine Erwachsenenkampfgruppe. Und Interessierte können sich nach der Vorführung bei uns melden und wir geben gerne weiter Auskunft. Wir beginnen unsere Vorführung mit einer Fallschule. Damit fangen wir an. Wir fangen an mit vorwärts rechts. Fallschule ist sehr wichtig, dass die Kinder schon lernen, rechtzeitig und richtig zu fallen. Hallo. Kommt auf die andere Seite. Eine Hechtrolle über ein Hindernis. Das machen wir bis Raphael, Taffer dann mit aufsetzen. Ja? Cedric, geh in die Hocke. Fuß vor. Fuß vor. Genau.
So, das war unser Zeichen. Sehr schön. Danke. Als nächstes haben wir Maurice und Michelle. Der Morris zeigt uns ein Hitzergeruch, ein sogenanntes Knierad. Ja. Nein. Und die Michelle zeigt uns ein Nogoshi, einen großen Hüftwurf. Da sehen Sie schon, wofür wir die Preise stehen. Und der Nils an der Aschiberei. Ein Fußfegeburg. Und die Benita an der Aschiberei. Und der Raphael an Kochi Makikomo. Julia zeigt uns einen Taiyotoshi. Und eine Geomage. Ein Schulterbohr. Matsari! Matsari ist eine Punktewertung. Die höchste Wertung ist ein Ippon. Damit hätte man gewonnen. Das Tomade heißt am Ende. Beim Judo wird auch im Boden gekämpft. Da gibt es verschiedene Haltegriffe. Hier hält die Lisa gerade einen Käse-Katame. Sie müsste den jetzt 25 Sekunden halten und hätte dann auch gewonnen. Der Untermann versucht natürlich rauszukommen, hat sie jetzt leider nicht geschafft. Somit hat Lisa gewonnen. Simon, komm vom Boden. Simon. Simon. So, und jetzt zeigen wir Ihnen noch mal eine kleine Karte. Das ist das Programm, die man für den ersten Dan hat. Ich bin nicht ganz da.